reaffirmed our abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait and our strong opposition to any unilateral changes to the status quo. Heute unsere wachsende Sorge um Stabilität und Frieden in der Region angesprochen. China hat hier eine besondere Verantwortung. Wie die USA und viele andere Staaten verfolgen wir eine Ein-China-Politik. Ich habe gleichermaßen aber auch deutlich gemacht, dass eine Veränderung des Status quo von Taiwan nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen darf.